Er war der Mann des Abends. 09-Torhüter Philipp Kunz rettete mit seinen Paraden zumindest einen Punkt für das Tabellenschlusslicht Wattenscheid 09. Ich bin jetzt das siebte Jahr hier und ich bin immer froh, wenn ich Wattenscheid helfen kann, auch weil wir sehr viele schwierige Zeiten haben. Finanziell, sportlich ist immer nicht was ganz Einfaches hier in Wattenscheid und da bin ich natürlich über so eine Leistung sehr froh. Philipp hat sehr gut gehalten, aber ich glaube auch gerade in der zweiten Halbzeit stand unsere Defensive stand sehr gut. Haben dann gerade in der zweiten Halbzeit nicht viel zugelassen. Die Chancen, die aus dem Spiel herauskamen, gerade in der ersten Halbzeit, die haben wir uns selber eingeleitet durch Fehlpässe. Aber wie gesagt, jetzt haben wir mal zu Hause einen Punkt geholt. Wir haben die Null gehalten und das war jetzt wichtig. Höhepunkt der Begegnung gegen Bergisch Gladbach war am Freitagabend natürlich der gehaltene Handelfmeter von Philipp Kunz. Kurz vor der Pause scheitert Masler am Wattenscheider Keeper. Nach 25 Gegentoren in 8 Spielen endlich mal zu Null gespielt, doch diesmal sollte es vorne nicht klappen. Das angekündigte Offensivfeuerwerk vermissten die nur rund 350 Zuschauer in der Lorheide. Wenn natürlich Schalke parallel spielt, dass ein paar Zuschauer wegbleiben, ist auch ganz normal, aber wir haben selber eine Hand, um da mehr Zuschauer ins Stadion zu locken. So vielleicht am 6. Oktober, denn dann gastiert die Bundesliga-Truppe Borussia Dortmund zum 100-jährigen Vereinsjubiläum in der Lorheide.